Im Rahmen meiner Tätigkeit an der Universität biete ich gelegentlich auch Seminare zu Parteiensystemen, zu Parteien an. Und als ich das letzte Mal ein Seminar angeboten habe über eine große Partei, über deren Programmatik und Position und Entwicklung, kam am Ende des Semesters ein Student zu mir und sagte: Frau Münch, der ganze Kurs hat sich überlegt, wo stehen Sie eigentlich politisch, parteipolitisch? Und da sagte der Student: Wir sind nicht drauf gekommen. Und dieses Gespräch, diese Reaktion des Studenten hat mich gefreut, weil ich habe zwar natürlich selbst eine Position, auch eine parteipolitische, aber für meine Arbeit, für das professionelle Tun ist mir wichtig, dass diese Position sich nicht nach außen hin widerspiegelt. Mir ist wichtig, dass gerade auch in der Akademie für politische Bildung wir Begegnungen stattfinden lassen zwischen Wissenschaftlern, zwischen Politikern, dass die sich austauschen über das, was Demokratie ausmacht, was gehört dazu, wo sind Abweichungen, worauf muss man Rücksicht nehmen. Und mir ist ganz wichtig, dass die Menschen, wir wollen denen kein politisches Urteil, keine Meinung ihnen aufdrücken, sondern was wir wollen ist, dass die Menschen in unseren Veranstaltungen mit politischer Urteilskraft bereichert werden und so von uns weggehen in dem Gefühl, mehr zu wissen und damit auch etwas für die Demokratie bewegen zu können.